Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem Gäste-Game-Special. Heute im 3 vs. 3 mit dabei sind in dem einen Team Brammen, Jules und Dalukat. Blöchen. Hallo. Im anderen Team Sebastian, Christian und meine Wenigkeit. Auch Peter. Wir spielen heute Tage 76 bis 80 einschließlich. Und gucken nachher, wer die wenigsten Versuche gebraucht hat, beziehungsweise wer die heutige Folge gewinnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Ich ziehe uns mal raus. Boah, das ist auch so alt schon, ne? CU einfach schreiben. Ich ziehe mir einfach einen raus. Geil. Okay, so. Ich sag, wie es ist. Wollen wir raten, wollen wir so tun, als ob? Oder soll ich sagen, dass Celeste eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist? Das ist dann mir relativ egal. Wir wollen gewinnen. Peter ist da saugut drin im Spiel. Achso, okay, ja, dann ist es Celeste. Also pass auf, die Regeln sind, ich weiß, das ist relativ simpel. Es geht als allererstes, wer alle Spiele hat und nur dann nach Fehlerpunkten. Okay. Das heißt, die Anzahl der Spiele ist erstmal relevanter. Ja. Also wenn du sagst, Celeste ist es, dann nehmen wir Celeste. Celeste ist das. Ja, safe? Ja, hundertprozentig. Wie gesagt, das ist alles mein absolutes Lieblingsspiel. Perfekt. Schön. Geil, wir gehen weiter. So. Jules, kurz AFK, du machst das, ne? Ja. Okay, ist das rein zufällig auch das Lieblingsspiel von irgendjemandem? Leider spontan nicht. Aber das kommt mir auch so krass bekannt vor. Also, es Bild, erinnert mich so ein bisschen an Myth oder an. Für Within ist es nicht gut. Weißt du, was mich das erinnert? Es ist an Baldur's Gate. Aber es ist nicht Baldur's Gate, weil es sieht besser aus. Wie hieß das davor von denen? Divinity, Original Sins? Ja, aber der zweite Teil. Aber würdest du das sagen mit den Bäumen? Ey, daran erinnere mich das. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ja, das also es kommt schon hin, aber das ist schon schwieriger. Das ist schon ein schwieriger Titel, finde ich. Also, aber ja, doch. Von der Grafik. Also mein Guess, weil auch das fand ich sehr, sehr cool. Das Spiel ist jetzt nicht eines meiner Lieblingsspiele, Baldur's Gate 3 schon, aber Divine Divinity Original Sin 2 fand ich damals sehr, kann sehr geil. Kann ich irgendeiner an das hier erinnern oder das jetzt zuordnen? Ja, deswegen, also mir kommt das halt so hammerhart bekannt vor. Ich kann halt nicht mehr komplett sagen. Ich würde sogar wirklich dafür gehen, oder mit, also Divinity, aber welches? Ich würde sagen, dass das quasi vor Baldur's Gate 3. Also Original Sin 2? Genau, Original Sin 2. Ja? Genau, das würde ich jetzt sagen. Oh Gott. Warum gibt es... Oh, let's go! Okay, das ist ein Lieblingsspiel von jemandem. Boah, das sieht aber so, guck mal, die Bettkante. Nee, guck doch mal, die Bettkante und so, das sieht ja eher so PlayStation 1, PlayStation 2 aus. Ja, stimmt. Aber also auf Anhieb, Bild, so Teeny Room in Anführungsstrichen, so Life is Strange Vibes, aber ich glaube, die Grafik passt nicht. Die Grafik passt niemals. Mein erster Guess war lustigerweise Max Payne wegen der Grafik und der Art und Weise. Das Ding ist, Max Payne auch. Bevor jetzt, ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn das jetzt stimmt, dass Leute denken, ich würde cheaten oder so, aber ich glaube, es ist ein sehr schöner Walking-Simulator, der Gone Home heißt, wo es dann einfach um die Protagonistin geht. Oh, Gone Home kann wirklich sein. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Alles gut. Nee, ich bin ja derjenige, der hier am Labern ist wie ein Frechdachs. Gone Home wird's geben. Was ist das? Es kann von der Grafik her passt das, aber... Ja, wie gesagt, ich war erst Max Payne, dann aber weil mir kommt crazy. Dieses Poster so krass bekannt vor tatsächlich. Alter, ich mache hier gar nichts. Jawohl, So gut, wir haben noch zwei, ne? Möchte ganz kurz festhalten, ich wusste im Vorfeld nicht, ja, blablabla, ist mir egal. Die Frage ist jetzt, ist das dein Lieblingsspiel von jemandem? Okay, pass auf. Das sieht aus wie Rust, das oder? Das sieht aus wie PUBG. Okay, aber ne, pass auf, das könnten, also du musst ein bisschen auf das Gras gucken. Oder Fallout? Nee, Fallout nicht, niemals. Okay. Also so was in Frage kommen würde, wäre, es gibt doch dieses GTA in Actionreich, mir fällt es nur gerade nicht ein, wo du mit einem Enterhaken dich an einem Auto ranziehen kannst. Und dann ach, fliegst, das, aber das passt von der Grafik her nicht. Für GTA selbst passt es von der Grafik auch nicht. Also wird das in mein höchster Quali aufgenommen? Das gehen? Das ist nicht Rust. Nee, Rust ist nicht. Nein, das ist nicht Rust. Das hätte ich auch nicht gesagt. Kannst du mal links versuchen zu sehen, also das da und jetzt ein bisschen höher? Links jetzt wieder? Ist das da so eine Scheune gedöns? Oh doch, guck mal. Der Farbton erinnert mich doch an Fallout, aber wir sind nicht irgendwie Fallout 3 oder 4. Fallout 76. Nee. Fallout 76 hat andere Texturen. New Vegas. Mach mal New Vegas. Kann also mein Call. Mein erstes Ding war auch zuerst, nicht Fallout zusammengeschrieben. Mein Ding war auch zuerst, dass es halt ein Fallout ist. Ja? Ja, mach mal.
Ich möchte ganz ehrlich sagen, ich habe noch nichts hier bei. Also, es stimmt, Moment, weil wir gerade so schnell sind. Ja, einmal ganz kurz. Hier nochmal kurz zurück. Hm? Wichtig. Habe ich nämlich vergessen. Wir waren so krass. Ja, hier bei Celeste gibt ja auch noch. Das wären die Tipps gewesen. Ja. Ja, so habe ich am vergessen. Anfang hätte ich vielleicht Jump King gecallt, aber das Bunte hätte nicht gepasst. So, dann für Divinity habe ich vielleicht kurz vergessen, können wir vielleicht nochmal reinschneiden. Hä, das sieht so anders aus als das erste Screenshot, ist ja crazy. Ja, ja. Ja, ja, aber ich bei zwei hätte ich es schon gewusst, dann spätestens. Alter, das ist halt insane. Also hier auf Gone Home zu kommen, das wäre nie mein erster Gedanke gewesen. Ich weiß gar nicht, wie du auf dieses Spiel überhaupt gedanklich gekommen bist. Ja, wie gesagt, Max Payne war das erste, das zweite hat irgendwie Gone Home. Weil das habe ich letztes Jahr diesen Walkthrough gespielt und der ist halt hängen geblieben. Ich bin auch gerne voll Vegas und dann sagst du so, guck mal da vorne links in die Ecke, ja, der Farbton da vorne, der passt. Ja, das ist, also ich finde Fallout, also auch 76, hat einen ganz blöden Farbkontrast zu seinen Objekten, so. Ja, okay, okay, ne, das hätte man auch nicht. Wäre es irgendwann 100%. Okay. Ja. Und die 80? Majora's Mask, aber ich bin mir nicht sicher. Also, wir sind N64. Da würde ich fast auf Anhieb sagen. Ja. Aber dafür ist Eckige passt nicht. Benju. Nee. Hey, ist zu düster für Benju. Moment, für nein, guck mal. Ja. Ist das überhaupt wirklich kantig? Das ist nicht kantig, ne? Das sind keine. Das ist aktueller. Ja, du hast hier doch so, also hier also diese kleine Kante. Ja, aber das ist aktueller als N64. Nein, nee, wir sind, nee, das ist kein PlayStation. Wir sind, ich würde sagen, wir sind weiter als N64. Unten rechts geht dieses Ding da, das ist leichtes Cell-Shading. Wenn wir bei Zelda sind, was diese Flimmer-Effekte immer haben, diese kleinen Lichter, die wir da drauf haben, die im Kokiri-Wald und so weiter immer mit drauf sind, dann sind wir hier am Gamecube bei Wind Waker. Oh, könnte das, oder, meinst du, ja gut, ich hätte jetzt Twilight Princess ansonsten gesagt. Oh, Twilight Princess habe ich aber nicht gespielt, also das kann ich, also das habe ich geskippt. Aber wir können sagen, also wir denken gerade beide, es ist ein Zelda-Titel, oder? Es ist ein Wald von Zelda. Das ist ganz typisches Zelda-Dings, wenn du von Weitem drauf guckst, Kokiri-Wald, Gedöns. Weil man kann doch irgendein Zelda eingeben, also man muss nicht zwingend irgendeins eingeben, man kann zum Beispiel Twilight Princess oder Wind Waker eingeben und dann kann er dann sagen, ob das die Zelda ist. Hat Wind Waker überhaupt Räume? So machen wir gar nicht. Ja. Ja, guck mal, wir haben jetzt viermal den ersten gestompt, ja? Aber ist Twilight Princess, ist das nicht eher grau? Also, es viel ist halt grau? Es ist schon grau. Ja, es hat auch diesen Filter drüber. Aber es hat das auch hat niemals Cell-Shading. Guck dir das unten rechts an. Aber ist das wirklich Wind Waker? Ja, okay, das Ding. Wenn du sagst, das ist Cell-Shading. Okay. Ich sag Wind Waker. Okay. Ja? Alter, das ist Wind Waker! ich hätte Twilight Princess gewettet. Dennis, vergiss dich ja, dann bitte uns dich noch anzuschauen. Ja, stimmt, Alter. Ich bin like, what the fuck? Alter, dass du da Wind Waker kannst, das finde ich. Dass du an dem Ding hier sagst, erst hab ich mal Mask. Mein erstes Ding war Majora's Mask, aber das Ding unten rechts hat es weggegeben. Ja, dass du sagst, das ist Cell-Shading, das muss was anderes. Das ist krass, ey. Dass du das Cell-Shading, ja gut, okay, ja klar. Easy Wind Waker, aber dass du das. Let's go, das Bild auf der Let's go. Alter. Ja, fick dich doch da, du Alter. Was ist das? Das ist Cell-Shading. Ja, das hätte ich nicht als Cell-Shading erkannt. Ich finde das krass, dass du das als Cell-Shading erkannt hast. Ja, dann gucken wir mal, was die anderen haben. Ja, das erste Game ist ja mega geil. Ich habe das ja immer geskippt. Ich habe das ja nie gemacht. Gerade im Team finde ich das super lustig tatsächlich. Okay, also ich würde uns jetzt runterziehen und ihr müsst einmal leise sein. Und Dano, du bist ja eher Push-to-Talk, um mit deinem Chat zu quatschen, oder? Ja. Wo du so diesen den Phasmo, wir sind durch. Ja, Phasmo, ja. Nee, das hat doch keine 86er Metascore. Hey, keine Ahnung. Ich kenne mich bei Horror halt nicht aus. Dann müsst ihr euch entweder muten oder rausgehen. Oh mal, was ist los? Der Rest ist schon da, wir sind beim dritten Bild. Ja, wir sind noch nicht fertig. Das dauert auch noch ein bisschen. Ja, vielleicht will Dalu ja seinem Stream uns zuhören lassen. Ja. Ich habe gar keinen Plan. Also ich würde, die Serien, die halt groß sind, die ich kenne, Resident Evil ist es nicht. Silent Hill ist es nicht.
Evil, wie hieß denn das nochmal? Evil Within, ja. Evil Within ist es auch nicht. Also wir sehen ja hier auch nirgendwo also Waffen, genau das, das über was wir gerade reden, das fand ich so krass, dass das in Gone Home auffällt. Nee. Boah, ist das Outlast? Total, ja, Outlast habe ich auch schon gesagt. Also auf Gone Home wäre ich nie gekommen. Wie hießen hier die Spiele, wo die Kinder alle in diesem Haus eingesperrt sind, auf dem Berg, da die Serie? Ja, mit dem ägyptischen Schauspieler. Reden wir gerade über eine Filmserie oder über eine Spielserie? Ja, nee, Spielserie. Es ist eine Spielserie, aber der wie hieß der noch? Was auch mit dem U-Boot gearbeitet doch auch. Wie heißt der noch, der damit gespielt hat? Ja, von The Dark Pictures. Dark Pictures, genau. Ah, und er meint... Davon irgendwie eins? Bei diesem Peter, das hast du mit deiner Frau, glaube ich, gespielt. Ja, genau. Ja. Mit den Until Dawn. Until Dawn, genau. Versuch das doch mal. Sieht nicht wirklich aus wie Until Dawn, das sieht deutlich älter aus. Das ist das nicht. Ja, Horror ist jetzt am... Das kann ich leider gar nicht helfen. Ja, ist denn der, beschissen. Jetzt muss ich über den Schauspieler gleich nachdenken. Also Mali? Nee, wie heißt der denn? Ach, keine Ahnung. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Wie hieß denn das, was Jada immer gespielt hat? Dieses, Amnesia. Ja, der Amnesia Outlast. Oder Outlast hieß das. Genau, halt. Die beiden. Die haben ja auch gespielt, aber das ist halt nicht... Obwohl, ja, Amnesia sieht zumindest so beschissend aus. Ich probiere einfach mal. Versuch mal Amnesia. The Dark Descent wäre der erste Teil, glaube ich. Schade. Nicht mal even close. Katie. Dann nimm den anderen. Ich komme nämlich nicht Outlast. Weiter. Outlast. Also ich habe so gar keine Ahnung. Die sind ja bei Gone Home, glaube ich, ne? Ich aber Outlast kommt doch grafisch. Es ist so geil. Also, so das war PlayStation 1 Grafik. Er sagt so Max Payne und so. Und er geht einfach auf Gone Home. Das ist, also Jules ist ja crazy versiert, was das angeht. Das ist es aber nicht. Ach, das ist, Narrative Exploration. Ja, tut mir leid, Leute, da kann ich nicht helfen. Dieses Spiel habe ich nie gespielt. Ich kenne also nicht mal auf der Ignore-List ist es bei mir gelandet. So wenig kenne ich das. Ja, das ist, sowas spiele ich überhaupt nicht. Da bin ich auch echt am Arsch. Aber das ist doch Outlast, wenn ich das. Ja, das aber wird Outlast nicht sein. Ist kein Narrative Exploration. Es gibt eines der ersten Narrative Exploration Games, wo ich aber komplett den Namen leider vergessen habe. 2013. Sam's Journal! Nimm mir was mit Sam. Ja, Sam war ja auch schon neuer. Seven Max. Oder Serious. Boah, auf manche Sachen komme ich gedanklich gar nicht mehr, aber geil. Mann, wie hieß was waren denn da die anderen Bilder? Oh, da war Delta Force gerade. Ja, nee, jetzt sind nur noch Sachen mit Sam. Absolut keine Ahnung. Wir sind Way am Arsch. Of the Samurai 4 ist es, glaube ich. Weiß nicht, leider, ich skippe jetzt. Mach mal Journal. Journal. Wir nehmen einfach Ashwalkers, The Survivor's Journal. Ja, das finde ich gut. Alle. The Fulbright Company, ich habe keine Ahnung. Ich leider auch nicht. Keine Ahnung. Das wird, glaube ich, ein Kreuz. Ja. Ja, das wird ein Kreuz. Das werden wir nicht schaffen. Eggman ist es bestimmt. Eggman 3. Ja. Schade. Gone Home. Ja, siehst du, wenn Peter einmal nicht liefert und das Spiel beim ersten Bild erkennt, dann kriegen wir einfach gar nichts. Ja, ich glaube, Gone Home ist eines der ersten dieser Spiele, aber den habe ich nicht gespielt und ja, Peter ist halt auch für mich leider einfach nicht so relevant. 78, okay, zwei noch. Oh, das kennt. Das ist. Warte mal. Das ist PUBG, oder? Nee, warte mal. Auch mein Gedanke als erstes. Älter. Es kommt also von... Das ist älter. Ja. Also du läufst nicht außenrum. Was ist mit Rust? Rust ist gut. Hatten wir auch. Ja. Aber nee, das aber passt von dem Strommast nicht. Ja. Der Strommast ist nicht sein. Der aus Rust. Weiß ich aber nicht. Man so sieht ganz. So wenig Crafting, also Abbausachen. Aber könnte geil, sein. Aber nice. Verstehe, was du meinst. Könnte sein. Da ist ja nichts zum Farmen oder so, oder? Ja, ja, aber muss ja nicht unbedingt immer. Ja, also es liegt nicht alle 2 Meter was zum Farmen. Ja, mach mal. Rust. Finde ich eigentlich ganz gut den Ansatz. Ich bin mir selber sehr unsicher. Let's try. Oh. Nee, das ist. Ey, das ist Fallout, easy. Scheiße. Das ist New Vegas. Ja, das ist Fallout New Vegas. Fuck! Das hätte ich nicht direkt erkannt. Ah, wir hätten ein bisschen länger drüber nachdenken können. Scheiße. Krass, ja. Was das als. Also, das nehmen die als zweites Bild. Okay. Ja, stimmt, das ist ein bisschen obvious, jetzt, ne? Kommt Chris, pass auf, jetzt kommt Chris mit Zelda. Ja, komm, also, ja, natürlich. Ne? Also, er muss halt gespielt haben, ne? Sonst kannst du es halt nicht. Ich hab's auch gespielt. Achso. Also, aber es ist, wann kam es raus? Na, schon 15 Jahre her.
Aber ja. Also ich kenne auch kein anderes Spiel mit diesem Saloon in der Wüste und dieser alten Optik. Und ja, das stimmt. Das hat die Das sieht doch aus wie Fallout 76. Also ich weiß gar nicht, was. Gut, eins haben wir noch. Da. Oh, ist das N64? Das ist ein N64. Das ist ein Nintendo-Spiel. Freunde. Das ist ein Nintendo-Game. Ich sagen. Aber geil, guck mal. N64 alle haben denselben Gedankengang. Das ist crazy. Was ist denn da? Schnee? Super Mario, Zelda. Metroid, irgendwas Metroidiges? Keine Ahnung. Sieht so außerirdisch aus. Ich weiß nicht, ob das. Aber das sind doch Bäume, oder nicht? Plattformen. Du musst immer noch, wenn du N64 sagst, Peter, musst du auch N64-Grafik denken. Ja, aber was soll das denn hier sein, die Spitze? Ein Ast. Ja, ein Dorn. Also, das hier ist ein Wasserfall, oder? Jetzt gucken die sich unten rechts dieses Ding an. Oder eine Wand? Ja, ja. Hey, das ist ein Wasserfall, Leute. Okay, und hier sind Bäume. Hier sind Bäume und hier sind dann so. Aber wenn das ein Zelda wäre, würde. Christian, du würdest das erkennen, oder? Du hast die Zelda-Teile gespielt. Also Ocarina of Time, ja. Und Majora's Mask sind die beiden, die in Frage kämen. Also das sieht halt hart nach Stacheln aus. Unten rechts ist doch auch so ein Stachel. Es geht um das Ding unten rechts. Welche sind denn die alten Teile? Du hast Ocarina of Time, Majora's Mask. In 3D gab es noch Wind Waker. Ah, das ist aber GameCube, das ist dann schon wieder... Nee, GameCube ist hart hässlich. Majora's Mask kann ich mich nicht mehr gut dran erinnern. Dieses Gameplay war zwar unique, aber nicht so ganz meins. Ja, weil das war quasi ein Roguelite, ne? Ja, das war so ein bisschen eher mit Zeitbegrenzung eigentlich, aber die konntest du halt immer wieder unterbrechen, umstellen und all solche Sachen. Ja, dann probieren wir das doch mal, weil ich weiß nicht, was das jetzt auf Anhieb sonst sein soll. Also, das könnte natürlich ein Banjo-Kazooie-Teil sein, dann weiß ich ja, aber leider nicht, wie das so aussieht. Oh, das ist ein Zelda. Aber der 96. Andere dann. Wait, 96? Okay, sind wir hier gerade auf der Switch? Moment. Also das sind nur die Bomben da hinten von Zelda. Aber das ist nicht... Warte mal. Wie soll überhaupt warte mal, 96? Das ist doch Cap. Mit Majora's Mask ist es nicht. Ocarina of Time ist, glaube ich, bei 98. Ach, 96er sehr gut. Meter. Das kann nicht Wind Waker sein. Wieso nicht? Wind Waker, achso, warte mal. Wind Waker, aber Wind Waker war ist doch insane. Comic, also Cell-Shading-Optik, ja, oder? Ja, das ist doch da der Stachel. Mein Wind Waker wäre Cell-Shading gewesen. Was ist denn mit... Hier... Was ist mit Breath of the Wild? Also könnte es sein. Also das, vielleicht ist, also es könnte Breath of the Wild sein, nur halt... Breath of the Wild hat, glaube ich, eine 98 oder so. Hat es Breath of the Wild nicht auch 96? Oder ja, so nee, Twilight Princess, der, ja... Gibt's auch. Ach, was der meinst auch du cool. sonst? Was gibt es denn noch hier mit dem Cloud-Ding? Oder war das Wind Waker? Also mit Wolken meinst du? Ja. Was neueste, auch, Tears of the Kingdom? Nee, wo auch das Remake ganz anderer Farbton. Ist, wo Herr am Anfang Braun. Die Steuerung so komisch war. Skyward Sword ist das mit der schlechten Steuerung. Und auf der Wii hast du ja immer mit dem Schwert hast du es geschwungen. Mit, ja. mit dem Controller. Und dann gab's das mit dem Wolf? Nein, nee, das ist Twilight Princess. Ja, das war Twilight Princess, okay. War das Wind Waker? Ja, Wind Waker ist das, wo du den kleinen Link spielst. Den Mini-Link, der so Cell-Shading-Optik hat. Cap, oder? Nein. Nee, das ist auch ein kleiner Link, aber anderer kleiner Link. Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass ich einen Zelda-Teil gerade vergesse, und zwar den Wii-Zelda-Teil. Aber ist das nicht Twilight Princess? Nein, Skyward Sword. Ich könnte nachgucken. Anyway, könnte ich nicht, die Sachen sind alle im Keller, aber... Ja, wir müssen jetzt hier immer auf. Welcher Teil ist denn mit den Wolken? Skyward Sword. Ja, aber Sword, stimmt. Das ist Wolken Sky. Kann ich mich nicht gut dran erinnern. Also, das ist dann Ende. Also, wir bewegen uns zwischen Ocarina of Time, Majora's Mask, Skyward Sword, Wind Waker. Ja, und sieht hier so gut mittlerweile für N64 aus. Ist doch. Diese Bombe. Ich bin verwirrt, leider. Gab es die Bomben auf der Switch? Tipp schon mal Zelda wieder. Ja, stimmt, wir hätten ja auch einfach nachgucken können. Oh mein Gott. Nee, ich fand das eigentlich ganz Spirit nett, als ihr überlegt Chief habt. Ich wollte euch Twilight den Tipp nicht geben. Twilight Princess ist eher grau. Nicht. Mit dem Hauptfarbton. Skyward Sword ist eher bräunlich, was den Mainton angeht. Oder also das ist ein helleres Braun als das, was wir da haben. Das musste Majora's Mask oder Wind Waker sein. Ich probiere mal Skyward Sword. Nein. Ich glaube, das ist Wind Waker. Ich glaube, das ist Wind Waker. Skyward Sword ist heller. GameCube sogar. Es tut mir leid. Ja, macht ja nichts. Ich bin mir da selber unsicher. Den GameCube-Teil... Fuck, ich dachte, das wäre so voll die... Guck, so sieht Link da aus. Ja.
Das sieht aber auch wild aus, mit dem Bild. Ja, dann meinst ja, du mit dem kleinen Link. Das ist auch schade. Ja. Das ist doch jetzt viel mehr die Optik. Das war ah, Mann, ey. Das ist rein hier. Ah, frech, ey. Da, also, das hätte ich. Ach, das tut mir wirklich leid. Ey, Peter, ich habe heute auch richtig viel beigetragen. Peter, dafür hast du die ersten zwei, hätte ich gar keine Ahnung gehabt. Ich hätte deutlich weniger Punkte gehabt ja, alleine, gebe ich zu. Also. Okay, Play Previous Days müsste das dann ja sein. Und hier sehen wir unsere heutige Dingens. Und jetzt können oh, sich die anderen auch wieder entmuten, nachdem sie uns so lange zugehört Hello. Haben. Hallo. Das Ende tat mir gerade so leid. Wir wissen ja schon, ob die gewonnen haben oder nicht. Es ist kein Wind Waker, Jungs, das weiß ich. Ja. So, ich habe mich zugehört. Ja, also wir... Nehmt ihr noch auf? Nö. Nee, also okay, ich dann. Ja, aber so, ist das schlimm? Ich nehme auf. Nee. Gut, David, gut. Ich klatsche jetzt nochmal. Lass mal auf einmal laufen, ich kann aber trotzdem noch mal klatschen. Okay. 3, 2, 1, also wir haben es versucht und alles gegeben, wie so häufig, und vergleichen jetzt unsere Ergebnisse. Ja. Und als erstes zählt ja immer, ob man überhaupt alle geschafft hat, und wir können leider sagen, haben wir nicht. Wir haben alle geschafft. Cool, dann ja, damit habt ihr leider gewonnen. Set, ey, nice. Dankeschön, wir haben keinen Fehlerpunkt. Ihr habt keinen Fehlerpunkt. Alle First Try. Ah ja, was? Die Jules. Ja, Jules ist auch krass. Alle fünf First Try. Holy shit. Ihr habt dieses komische eine Spiel da. Alter, Jules kommt einfach und sagt, das ist, wie heißt gone home. Gucken, das ist gone home. Gone home. Er guckt das an. Wirklich, weißt du, wirklich so. Ich kenn sag, doch könnt das Poster. Ja, wirklich, ich sag, du könntest fast mal sein. Also nee, ich kenn das Poster, das ist gone home. Alles klar. Das war okay. Letztes Jahr erst gespielt, das Spiel. Ja, also deswegen habt ihr auch nur 2 Minuten gebraucht. Ja, erstes Bild bei Fallout New Vegas. Ich dachte auch PUBG, dann Rust und so. Ich hatte denselben Gedanken wie ihr. Da du so, ey Dennis, komm mal bitte ganz kurz da vorne links hinten an den Trailer. Ne, der Farbton da hinten, das kann nicht sein. Das ist Fallout New Vegas. Was? Okay, cool. Ihr bitteschön. Krass. Ja, okay. Dann bei dem letzten war auch gut noch, Entschuldigung, aber da so, ja, ja, das könnte, was hast du gesagt? Majora's Mask oder ja, Wind Waker. Und dann wirklich so, da du, als wenn du vorher schon, ne, das kann ich. Guck dir die Waffe an. Cell-Shading, Junge, das ist Wind Waker. Also, das war schon gut. Hat Spaß gemacht. Ich habe gar nichts gewusst. Also, stark an euch. Also, wirklich, da habt ihr uns komplett rasiert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die krasseste Rasur, die es hier, glaube ich, jemals gab. Krass. In diesem Format. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.